Opel ist einer der letzten Anbieter des deutschen Liebsteskind, des Kombis. Und da Opel es wirklich wissen will, bezogen auf die rein elektrische Gesamtpalette, liegt es absolut nahe, dass auch der Astra Sports Tourer als reiner E-Kombi nun präsentiert wird. Mit dem Opel Astra Sports Tourer Electric kommt jetzt der erste elektrische deutsche E-Kombi auf den Markt. Angetrieben wird er von einem 156 PS starken E-Motor, der von einer 54 Kilowattstunden großen Batterie mit Energie versorgt wird, was sich nach WLTP in einer Reichweite von 413 Kilometern niederschlägt. Mit einem Gewicht von 1760 Kilogramm gehört der Familienfreund zu den Leichtgewichten unter den E-Mobilen. Seine Familientauglichkeit spiegelt sich auch im Gepäckraum, der ein Fassungsvermögen von 516 bis 1553 Liter bei einer Einladebreite von 1,3 Meter erreicht. Der elektrische Astra Sports Tourer wurde in Rüsselsheim entwickelt und wird auch im Stammwerk produziert. Als Antrieb kommt der 156 PS starke Elektromotor aus dem Stellantis-Konzern mit einem Drehmoment von 270 Newtonmetern zum Einsatz. Von 0 bis 100 Stundenkilometer vergehen 9,3 Sekunden. Auch bei der Endgeschwindigkeit liegt der Astra im Vergleich wirklich gut und erreicht 170 km/h. Den Verbrauch gibt Opel auch dank der serienmäßigen Wärmepumpe mit 14,8 Kilowattstunden an. Die Energie liefert ein 54 Kilowattstunden starker Lithium-Ionen-Akku, der im Wagenboden platziert ist, was den Schwerpunkt nach unten verlagert und gleichzeitig das Fahrverhalten positiv beeinflusst. Zumindest bei Normalbedingungen. Die serienmäßigen, von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierten Sitze sind langstreckentauglich, bieten einen guten Seitenhalt und die laminierten Scheiben garantieren eine reduzierte akustische Belästigung der üblichen Umwelt. Die Reichweite der Batterie kann durch das serienmäßige regenerative Bremssystem noch weiter verlängert werden. Der Astra Electric ist serienmäßig mit einem dreiphasigen 11 Kilowatt starken Onboard-Lader ausgerüstet und an einer 100 Kilowatt starken Schnellladesäule vergehen 30 Minuten, bis der Akku wieder 80% leistet. Dank der Platzierung der Batterie im Wagenboden ist der Innenraum so geräumig wie bei den Verbrennerversionen. Opel schickt den Astra Electric unter anderem mit Voll-LED-Scheinwerfern und Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Spurhalteassistent, Verkehrsschildererkennung, automatischem Tempomat, Parkpilot vorn und hinten sowie einer Wärmepumpe für die Klimatisierung zu den Kunden. So ausgerüstet wechseln 43.490 Euro den Besitzer. Das Fazit ist, er verfügt über perfekte Technik und alles ist an seinem Platz. Das alles stimmt hundertprozentig für den Astra Sports Tourer Electric sowie auch für den Plug-in Astra Sports Tourer. Es war wirklich eindrucksvoll, wie angenehm leichtfüßig diese Modelle sich fahren lassen. Und dass wir kaum aussteigen wollten, kann auch nicht immer behauptet werden. Beim Astra stimmt es.